Hands up, then we gonna drop. Ich hoffe, da stockt halt nichts. Hey, Baby. Hä? Ich wollte dir nur schnell Hallo und ich liebe dich sagen. Oh, gute Nachricht. Ich komme bald nach Hause. Yay! Ja! Ich kann es gar nicht erwarten, mit diesem Babysitter-Job fertig zu sein. Ich glaube da. Zu Hause bei meinem geliebten Mann zu sein. Ich vermisse dich. Ja, von beiden Kanten schupfen will ich's nicht. Ich muss zurück zur Arbeit. Ich liebe dich, Ethan. Ich vermisse dich so sehr. Ich schick dir 1000 Küsse. Tschüss, Baby. Ethan. Du hattest recht. Wahrscheinlich. Ich hab dich angelogen. Dave, danke für Bitte. Ich will dir nur eins sagen. Wenn dich dies erreicht, such mich nicht. Alles in Ordnung? Du warst auf einmal verschwunden? Ja. Ja, nein, mir geht's gut. Mir geht's gut. Ingo, danke für den Hype-Train-Start. Sie ist nicht tot. Sie lebt. Sie. Kate, danke für nur Bits. Sie wurde gefunden. Wie? Was ist passiert? Ich weiß nicht. Tja. Ich weiß nicht wie. Aber sie ist zurück. Wieder zurück. Vielleicht ist es ein Scherz. Nach dir bedanke ich mich, dass ich komme und sie hole. Allerdings, danke für die 100 Bits. Dalvi, Louisiana. Mann, es sind jetzt 3 Jahre. Ich weiß. Aber was, wenn sie es ist? Derek, danke für's Sub. Ich muss rausfinden, was passiert ist. Grafik ist schon mal geil. Only Auge, Alter, danke für 500 Bits. Umsehen. Warte, mein Controller. Geht da, sehr gut. André, danke für 200 Bits. Du fährst gegen einen Baum. Leute, ihr seid ja schon wieder so gestört. André, danke. Der ohne Auge, danke. Derek, danke. Allerdings, Leute, ich küsse eure Herzen. Oha, die Grafik ist geil. Und es stockt nichts. Alter, du merkst schon wieder, dass da wirklich professionelle Spieleentwickler dahinter waren. Weil die meisten Horror-Games, was für irgendwelche 0815-Entwickler gemacht werden, sind zwar grafisch wie Minecraft, aber brauchen so viel Leistung vom PC, dass du es trotzdem nur mit Stockerei spielen kannst. Das läuft echt... René, danke für 2 Abos! Das läuft echt eigentlich flüssig gerade, gell? Was ist denn das für gestörte Wochenendhitten, Alter? Hauptsache, die haben schon eine Kamera, Alter. Verdammt. Allerdings, danke nochmal für 100 Bits. Ich küsse eure Herzen, Leute. Oha. Jetzt ist der Hype schon wieder voll geworden mit den 100 Bits jetzt? Echt? Ah, genau, da ist fängt. Danke, Derricks. Und ich denke mir gerade, der schießt ja auf und macht schon wieder auf Level 3. Das erklärt einiges. Danke, Derricks, du Wichskopf. Luki, danke für die Bits. So, okay. Erstes Rätsel. Glocken geht nicht. Hier ist versperrt, ich bin überfordert. Was muss ich da? Ich will gar nicht probieren. Ich vermute mal den Weg da vorhin. Kann der schneller, gell? Okay? Ja, Wahnsinn. Der Hund ist ja ein richtiger Leichtathlet. Oh Gott. Ich habe jetzt echt schon damit gerechnet, dass da irgendwas rausspringt. Aha. Sevegador, Episode 17. Projektvorschlag in ein Geisterhaus. Snake in... Was? Geisterhaus von Louisiana schleichen. Schließ dich uns an. Nimm ihre Gaben an. Ich nehme Gaben an. Was gibt's? Der Leib Christi. Das ist ein Kadaver. Der schaut aber schon winkelfertig vor. Hä? Was hast du denn jetzt erwartet, wenn du gerade so wie gehst, dass die Vögel nicht wegfliegen werden? Dann hätte ich aber schon richtig Panik. Oder was soll denn das sein? Das schaut aus wie der Arsch von Rindviech. Das ist eindeutig ein Rinderpopo. Das sehe ich ja an die speckigen Kurven. Richtig ein geiles Steak, oder was da liegt. Ich muss sagen, sowas nenne ich richtig abgehangen, gell? Also, da war wahrscheinlich der Kilo schon wieder verlieren Tausender wert, Alter. Ein Gourmetfleisch. Oha.
Aber es wäre eindeutiger Fanatiker, Alter, vor Rinderlenden. Das hat mich zwar nicht täuscht, oder? Da war gerade was. Der Hund schläft, oder? Ist das jetzt, war das jetzt bei den Kopfhörern oder hat irgendwer mein Fenster pumpert? Also das Fenster ist auch noch gekippt, oder? Schau, ich mach mal zu. Also ich muss sagen, also das ist schon eine sehr, sehr, sehr sexige Atmosphäre. Blödes Wort jetzt gut. Also gab es nichts Geileres, als wir am Wochenende in der Hütte zum Pennen. Lagerfeuer hat auch keiner ausbrunst. Was ist denn das für ein Verhalten? Was ist da drin? Führerschein. Das ist, glaube ich, seine Freundin. Den Rest lassen wir liegen, ja. Das schimpft sie eine Farm? Was züchten die da, Alter? Alligatoren und Krokodil? Also es schaut nicht so einladend aus, muss ich sagen. Es hat was, ich weiß nur leider nicht was. Das Sexappeal fehlt mir da ein bisschen. Ist das da Granatenmunition? Nein, ist ja tausend. Aber da wollte wer Fenster putzen. Ehrlich jetzt, das Problem ist nur, was für Fenster willst du putzen, wenn keine mehr vorhanden sind, ne? Aber Fensterputzmittel hat er besorgt. Also der Wille war da auf jeden Fall. Nur das zum Putzen war einfach nicht mehr vorhanden. Aber ja, ich geh da doch nicht ein, ist das hier deppert, was tue ich da drin, oder? Wenn das nicht schon sagt, die offene Tier, bitte komm und stirb. Ich will nichts sagen, aber das wird finster. Gerade vorher habe ich da noch ein Regal gesehen. Alter! Fick dich, Kowalski! Ich hab schon zehnmal durchreadet. Dann passt ja gut, wenn's da bist, weil es so angeblich sehr viel. Ich will echt nichts sagen, aber es ist irgendwie finster. Genau. Die Tierte, was jetzt einfach zugefallen ist, irritiert die jetzt überhaupt nicht. Licht hast du eingeschaltet, dann passt dir alles. Nee, ich will doch nicht weiter. Ficken, Alter. Boah, ich hasse solche Atmosphären. Erst! Eine Ruhe ist jetzt! War irgendwie klar, ich hab's trotzdem probiert. Es war zwar klar, dass das nicht aufgeht. Geh weiter, Herrst. Ich geh ja eh schon! Ich glaub, du kannst noch gerne in Discord kommen bei den Rätseln, gell? Weil ich bin ja so rätselbegabt. Also ich muss sagen, das ist richtig einladend. Was haben sie denn kurz gekocht? Gibt's was Gutes? Sag her mal. War das jetzt intelligent? Ja! Da krieg ich richtig Bock auf Barbecue, Alter. Lebendfutter, schau, da unten bewegt sich eh noch. Da krieg ich richtig Bock auf Barbecue. Alter, richtig sauber gehalten die Hütten, Alter. Wahnsinn. Da gibt's kein Rätsel in dem Spiel. Genug Leute sagen, es ist mit, sind so beschissene Rätseln. Okay, nix Regen, nix Wasser, ich verstehen. Los, wenn's schon so gemütlich ist, willst du eine kaffeeige Zeitung lösen. In 2 Jahren mehr als, was? In 2 Jahren mehr als 20 vermisste Personen. Okay, das ist ein gutes Zeichen, dass genau der Artikel da im Haus liegt. Sehr vielversprechend. Und wenn ja auch irgendwas zum Aufmachen, na was gibt's denn gut in der Mikrowelle? Oha, das nenne ich einmal Bullet Park. Da lass mir auch gleich die Feder. Der ist so lang gekocht worden, der gerade, dass du sogar die Federn mitessen kannst. Ich schwöre auf alles. Sehr erotisch. Ist das das einzige Lamperl in dem ganzen Haus, was mit Strom versorgt wird, oder täuscht mich das jetzt? Warum fühle ich mich eigentlich gerade nicht wohl? Weißt du, ich hab mir zuerst gedacht, das wird wie, so wie Animal Crossing, weißt du, schon liebevoll, schöne Musik im Hintergrund, heimelig, einfach wie Harvest Moon, weißt du? Und dann hab ich so eine Atmosphäre in der Farm, ich versteh's nicht, was sind die Kühe, ich will was möchten. Ein Gilli-Anzug oder was soll das sein? Ich kann das nicht identifizieren, kann man bitte einer von euch sagen, was das sein soll? Eine mumifizierte Kuhflade? Das könnte natürlich auch der Fall sein. Was ist in deinem Haus passiert? Ich weiß nicht. Vielleicht haben sie in den letzten 5 Jahren ein wenig die Sanierungen einfach vernachlässigt. Ne? Nur ganz leicht. Haben sie das Geld woanders gebraucht? Man weiß es nicht. Ne? Geht ja wohl noch. Ist ja noch bewohnbar, die Hütten, oder? Die Tapeten, muss ich ja sagen,
sehr extravagant, sieht man nicht alle Tag. Also vor allem mit den Wellen drinnen, muss ich sagen, neu modern. Gefällt mir, wirklich. Fick dich, Reader, du Arschloch! Bin voll angespannt, Alter! So, weiter. Neumodern, wirklich kunstvoll, muss ich sagen. Also den Einrichter möchte ich gern weiterempfohlen haben, weil den würde ich selber benutzen. Alter, wie lange braucht denn das, Alter? Boah, ich will da nicht einige. Warum will ich das Tonbandel nicht anspülen? Wieso interessiert mich die Kassetten eigentlich gerade überhaupt nicht? Boah, auf was hat's denn da? Oh, Folie. Alter Leidels, fickt's euch jetzt. Ernsthaft. Ich will da nicht draufdrücken. Ah, speichern. Wird gespeichert. Sehr schön. Ah, da ist jetzt wieder die Kassette. Verfallenes Haus. Eine Videokassette, die Aufschrift lautet Verfallenes Haus. Na, geh du. Ui. Aha. Gesundheit. Top-Video-Qualität, muss ich sagen. Boah, Wautel, Alter. Ist der Typ hässlich. Hey, ich arbeite nur mit Profis. Apropos, pass auf, dass der Ton in Ordnung ist. Nicht wieder so wie in Amarillo. Das ist 2 Jahre her, verdammt. Keine Nachvertonung. Der neue Typ? Ich seh's nicht. Was, den muss ich wieder bewegen? Sei nur nicht überrascht, wenn wir auswechseln müssen. Super Aktion. Neuer Plan. Wir machen zuerst einen Rundgang im Inneren, danach filmen wir das Intro. Genau wie immer also. Nur, das ist mal die Namen der Sendung, okay? Reload, Alter. So wären wir keine Freund. Ein weiteres wertloses Drecksloch. Zufrieden? Verzückt. Sehr wertlos, ein sicher Drecksloch. Spätestens wenn da ein Licht brennt, denke ich mir, das Haus steht doch nicht alleinig. Aber hey, gemein, geht um nichts. Laufen wir? Okay, los geht's. Mach mal Platz da. Ich habe ein ungutes Gefühl. Nach dir? Ich fühle mich lieber vor hinten. Warum sind wir diesmal in der Hölle? Probst du auch mal? Was proben? Mieses Haus, gruselige Geräusche. Spukt es hier? Crazy Games, danke für die 100 Biddies. Leck mich. Na, die leck ich nicht. Vertretung, Pete, nicht Chefmoderator. Was sagst du? Nichts. Voll gedisst, Alter. Voll gedisst. Na, was gibt's denn da Interessantes? Um ein Haus. Farmhaus, vermisste Familie, Verbrechen vermutet. Das Übliche. Wie lange soll der Ort hier schon verlassen sein? 3 Jahre. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Herr Clancy! Mach davon eine Einstellung. Gibt einen tollen Zwischenschnitt. Also, ein Hinterwäldler und seine Familie werden vermisst. Nicht Hinterwäldler, die Bakers. Jack und Marguerite Baker. Und sie waren still, nicht rückständig. Ist ja auch nur ein Spiel. Ah, was du nicht sagst, Luke. Mein Danke. Ich hab schon geglaubt, das ist Real Life. Wieso darf ich mich jetzt nicht mehr bewegen? Ach, Mist. Jetzt sterben sie beide. Warum hab ich nur meine guten Schuhe angezogen? Oh, Scheiße. Gut, dass ich geimpft bin. Obwohl, das wäre ein toller Hintergrund. André, was meinst du? André? Also, mein Controller hat sich... Ich denk mir, Alter... Ah, geh, komm, Alter, mein Controller hat sich ausgeschaltet, Alter. Ich hab mir gedacht, das gehört dazu. Siehst du, warum ist jetzt mein Controller eigentlich leer geworden? Und das für ein Scheißschmäh. Hallo? Oh, geht er wieder. Bin ich da? André! André! Clancy, weißt du, wo André hin ist? Bin ich eh da, du blöder Hund! Also. Wo ist der? Echt unglaublich! Das letzte Mal, dass ich mit dem Typ arbeite. Ich meine, Produzenten kommen und gehen, aber ein Kameramann wie du, Clancy, du bleibst bei mir.
unbedingt. Bist erhöht, mal so scheiß. Was war das denn? Hast du es gehört? Nein, und ich will es auch nicht wissen. Andre! Wo zum Teufel ist der? Andre, wo bist du, Mann? Weil ich hasse dieses Spiel jetzt schon. Jetzt fährt er gleich durch den Kamin, aber weit was? Was zur Hölle? Halt doch nicht den Kopf auf! Ja. Soll das ein verdammter Witz sein? Okay, neuer Plan. Wir finden André und gehen. Ich mein, scheiß auf die Sendung! Alter Schwede, das ist so sexy. Ein schöner Tag zum Sterben, muss ich sagen. Oha. Da unten ist er und wahrscheinlich hier. Brauche eine nette Einstellung, wie ich die Leiter runterkomme. Aha, du wirst gerne nette Watschen von mir kriegen, wie du drauf gehst. Was siehst du? Was ist? Er ist ja gerade da gestanden, da steht er. Und er ist hin. Beweg dich, ich will den doch nicht sehen. Der hängt da aber sowas von mit 100% mit dem Kopf drinnen. Kommst du bitte rüber? Ich will da nicht hinschauen. Ach, bist ein Wichser. Hin, ich ist er. Was soll ich denn sonst sehen? Oh, da kommt wer. Ich hab's mir fast gedacht, ne, dass das jetzt so endet und jetzt müssen wir wieder weiterspielen. Mhm. Wie würde ich nichts sagen, aber muss ich jetzt schon da runter oder ist das scheißegal oder soll ich im Haus weitergehen? Sagt sie einmal, Leute, ich habe auch keinen Plan, da gibt es ja viele Möglichkeiten. Ja, muss drunter. Jetzt schon, echt? Also nicht den Rest vom Haus erkunden, sondern einfach gleich mal runterteufeln? Na Gott sei Dank! Weil ich hab mir schon gedacht, ich muss da gar nicht runter! Weil ich wollte ja schon wissen, wie die Leichen jetzt wohl schon da unten ausschauen. Links noch da unten, oder was? Ja, geh einfach runter. Hey, weil wenn ich sowas auf einer Kassette sehe, dann schaue ich auch nicht, dass ich Meter gewinne. Nein! Alter, wenn der mich nicht nach der Serie sofort einen Heiratsantrag macht, Alter, und mir 15 Kinder schenkt und ich machen kann, was ich will, und sie trotzdem bei mir bleibt, dann weiß ich auch nicht, warum ich das gerade mache. Spätestens nach der Kassetten war ich gegangen. Wiederschauen. Es war mir eine Ehre, habe ich die Ehre. Die Katakomben. Okay, okay. So, jetzt muss ich da zum Haumtaucher werden, oder was? Lass mich raten, jetzt finde ich gleich irgendwo in so einem Kackhaufen einen Neoprenanzug oder was? Ihr wollt's mir verarschen. Das ist sicher ganz. Das ist Quellwasser, nenne ich das, Alter. Das schmeckt sicher geil. André! Hey, André! Wie geht's dir? Gut, schaust du aus? Zahnarzt war wieder mal völlig. Also, ich hab schon schönere Kauleisten gesehen. Wiederschauen. Ui, Fotoalbum. Na, bildhübscher Kadaver, muss ich sagen. Ich schätze einmal nicht, dass das die Söchkammer ist. Ich habe aber eigentlich die Vermutung, das sollte so eine kleine Folterkammer sein oder sowas. Oha. Erst das nicht. Wir die Zeit. Ja.
Warum habe ich das Gefühl, dass ich gleich einmal sowas von einer auf den Deckel kriegen werde? Ben, tot. Harold, gewandelt. Arthur, gewandelt. Tamara, gewandelt. Alter Johannes, ihr seid solche Arschlöcher. Lass mich fertig lesen. Es ist schwer und ich bin Legastheniker. Craig, tot. Lila, tot. Sean, tot. William, tot. Travis, gewandelt. Peter, tot. André, tot. Clancy, L. Mia steht wieder nichts. Heidi, gewandelt, tot. Blablabla. Ich schätze mal, die tun da Zombies züchten. Und ich vermute mal, dass das da drin ein Zombie sein. Ich vermute mal, dass das da drin ein Zombie sein wird und nichts die Mia. Oh, wir schneiden mal durch und jetzt werden wir gleich vernascht. Guten Tag, schöne Frau, ihre Augen sind so blau. Ich habe die Vermutung, dass sie wahrscheinlich schon Zeit und nichts mehr zum Essen gekriegt haben und ich gehe mal stark davon aus, dass ihnen meine Oberschenkel zusagen werden. Ich freue mich auf ein baldiges... Oh Gott. Mia, Gott sei Dank habe ich dich gefunden. Ich bin's, Ethan. Das ist sie wirklich? Du solltest nicht hier sein. Was meinst du? Du hast mich kontaktiert. Nein, nein, habe ich nicht. Hab ich? Hat dich jemand gesehen? Hat er dich gesehen? Ja, wer ist noch hier? Was geht hier vor sich? Daddy kommt. Wir müssen gehen. Daddy kommt. Wir müssen gehen, jetzt! Wer ist dein Daddy? Ich habe ein ungutes Gefühl. Du Mia, ich würde nichts sagen, aber deine Haare hättest du auch mal waschen können, wenn wir uns seit so langer Zeit wieder mal sehen. Zu einem sicheren Ort. Wirst du mir erzählen, was hier los ist? Süße, du warst 3 Jahre weg. 3 Jahre? Geschissen, geschmissen. Schon 3 Jahre? Ist Teddy hier? Was ist das hier? Was haben Sie dir getan? Nicht jetzt. Wir müssen erst hier raus. Mhm. Ich glaube, es ist hier lang. Das gute Fleisch. Keine Sneakers. Hm. Mia, wir müssen reden. Die Nachricht, die du mir geschickt hast. Nicht ich. Das war nicht ich. Aber das hast du. Hab ich nicht. Okay, gut. Erzähl mir nur, was hier los ist. Ich sag dir alles, was ich weiß. Wir müssen hier entlang. Das kennst du aber gut aus, dass du da gefangen worden, worden bist. Mia, weißt du wirklich, wo du hingehst? Die Familie hat mir da Essen durchgereicht. Ich erinnere mich. Fünf Minuten, 10 Minuten. Ich gebe dir am liebsten gerade einen Kopfschuss. Ja, Mia ist jetzt gleich weg. Ja, können wir da irgendwie durchgehen oder so? Jawohl. Dort. Dort ist es. Hier ist es. Ich glaube, sie stirbt jetzt. Habt ihr geschreckt? Ich kenne diesen Raum. Ja, schön, heimlich, muss ich sagen. Es gibt noch eine Tür hier. Ich bin mir sicher. Wie? Sie ist nicht da. Sie ist weg. Sie ist weg! Wir werden eine Familie sein. Jetzt, wo du da bist. Es gibt noch eine Tür hier. Ich bin mir sicher. Aha. Ui. Das ist ja der Großvater. Jetzt huckst du da deppert, okay? Willst du ihn Rest machen? Mia?
Mhm, da war die Tier. Mia! Komm, wir spielen jetzt nicht verstecken, Madame. 3 Jahre lang keinen Sex mehr kriegt. Jetzt wird's aber Zeit, dass wir einmal heimfahren. Vati braucht Liebe. Karte des Gerät Gästehauses. Wie sehr spannend. Guten Tag! Hallo! Lass das gut sein, oder? Ich komm schon. Ich war irgendwie voll zufrieden, wenn ich da irgendwo eine Glocke oder sowas finden würde. Hör auf zum Crashen, Alter! Jeb. Alter, ich brauch schnell was zum Trinken. Ich bin in einer Minute wieder da, Alter. Vermutlich werden das jetzt Zeugen Jehovas sein, wo es gerade mitten in der Nacht beim ärgsten Wetter in irgendeiner Farm irgendwo in Trübstrüber, wo die krummen Arschlöcher wachsen und kein Menschenseele jemals hinfinden wird, gerade anklopfen und fragen, wollen sie bei uns beitreten? Das würde uns sehr freuen. Wahrscheinlich Zalando. Die Bauernfrau hat wahrscheinlich Schurch bestellt. Na, da unten wartet der Darth Vader auf mich. Ihr könnt's mir im Arsch lecken, oder? Tschüss. Hab mich gefreut, oder? Gleich kommt so ein rotes Laserschwert mitten im Fenster und schnetzelt mich weg, oder? Kannst du die paar Berzen ausputzen, aber ich geh lieber, ich geh mich duschen. Interessiert mich ja nicht, oder? Schnauft mir da unten ein Liedl vor. Hihi, ich muss mal kurz einen abzwicken, weil der Angstschiss schreit. Ja, geil, Alter. Der Typ hat eindeutig einen Beton noch zwickt. Wobei, das war die Darth Mara, Alter, weil Darth Vader hat ein wenig eine tiefere Schnaufen. Guck, guck. Hallo? Ich hab richtig Bock. Ich glaube, sie hat auch Bock. Hört ihr das? Erotisch. Wer von euch kennt das? Männer, komm, Hand aufs Herz. Wer kennt das Geräusch vom Bett? Hä? Wenn die Freundin richtig Lust hat, dann macht sie auch solche Geräusche. Okay, Obi. Oh Gott, ich werde gleich sterben. Der wird immer... Der hat richtig Bock. Er wird auch nicht unbedingt schneller. Ich würde nichts sagen, aber ich glaube, das ist deine Freundin. Und ich glaube, der hat richtig Bock auf dich. Ja. Also, meine Freunde, so viel zum Thema. Bescheißt niemals euch eine Frau. Ihr wisst, was dann euch blüht. Hier wird's. Jawohl! Pfeil im Bauch! Widersetzen! Gib ihr einen Headbutt! Oh ja! Das brauche ich! Sowas nenn ich einmal SM im Bett, Alter! Ja. Warte! Warte! Auf was sollst du? Ich schwöre fast wie mein Ex. Lass mich in Ruhe! Bisschen feister! Oh, du warst böse. Ja, genau. Oh ja. Wo wird in. Hölle bist du, Mia? In deinem Fall, meine Ex-Freundin, wiederschauen. Was tust du denn jetzt mit. Lass mich! So, Mia, jetzt kommt die Liebe, so wie wir es richtig wollen. Verrückt! Aber ich komm mit der Hock in die Freundin, oder was? Das ist völlig richtig. Ja, du brauchst es. Oh ja, Alter. SM vom Feinsten. Jetzt würde ich anreißen.
Das war gerade, also das war jetzt Schluss machen von der feinen englischen Art, gell? Also in dem Moment würde ich jetzt eigentlich nach Hause fahren, ne? Und nicht noch weiter in dem Haus umeinander geistern. Machen wir die Schubladen auf. Die Freundin verbliert gerade da am Baum. Gehen wir weiter, geht ja um nichts. Es hat geläutet. Ja, immer diese Rollenspielchen, da hast du vollkommen recht. Na, was erzählt er mir? Wer ist da? Und was ist hier los? Ich heiße Zoe. Bei den Dachboden solltest du rauskommen. Dachboden? Geh dahin. Jetzt. Ich hoffe mal, du hast dir die Hock gleich beibehalten, mein Freund. Ich würde ihr da wieder rausziehen. Und sie ist wieder weg. Die ist nicht so tot, wie du gedacht hättest. Also bereite dich darauf vor, dass du gleich einmal wieder einen Knutschfleck kriegst. Ficken, ich kenn mich schon wieder aus. Mia, komm her, ich hab einen Hock für dich. Bleib stehen, komm. Gehen wir ein wenig schnapsen, wir zwei. Mein, wo gehst du schon wieder hin? Mia. Ich wollte dich gerade aufarbeiten wieder. Mi amore, wo bist du? Ist okay, ist okay, ich bin's. Na, du bist das nicht! Hau ihr die Hocke rein! Das hättest du nicht tun dürfen! Das mag verdammt will! Wer jetzt zum Jesus? Ich habe ein ganz ungutes Gefühl. Jetzt sehen wir mal, was du fühlst. Fleischhocker Mia am Start. Das tut ja weh! Die 40 auf mit mir, Alter. Da liegt eine Hand am Boden, lieber Reinhard, lieber Reinhard. Nehmen wir mit, braucht man. Ich hab schon geglaubt, er druckt jetzt damit der. Geh weiter, bevor die Alte wieder kommt und durchdreht. Du aufhören oder was? Sie ist schon wieder da! Was tue ich jetzt mit ihr? Du hast mich immer angeschaut. Warum? Weil du scheiße ausschaust. Schau dich auch, Alter. Ich muss es aufhalten. Ich hab da ganz eine leichte Beziehungskrise gerade und würde gerne mal einen Rat von euch haben, was ich in so einem Fall mit meiner Freundin da soll, wenn sie mit einer Motorsage mir vor 2 Minuten die Hand weggeschnitten hat und jetzt meint, sie würde gerne mein Innerstes nach außen kehren, ne? Also sie will anscheinend meinen weichen Kern finden. Was soll ich machen? Hallo Schatzi! Ich schneid's aber gut, muss ich sagen! Sie kehrt gerade mein Inneres nach außen übrigens. Gott sei Dank hat das Spiel jetzt noch geschrieben, dass ich tot bin. Ich glaube, ich stehe gleich wieder auf und mach weiter. Wieso hab ich dich gerade vorher nicht gesehen? Keine Butterblume, okay. Du Schöne! Wieso sagt mir keiner, dass da ein Puffen herumgegangen war? Ah, Puppe, komm aber, ich schieß da dein scheiß Schädeldecken weg, oder? Hallo, Motherfucker!
Schatz! Schatz! Wir verstehen uns so nicht gut! Lano, lass dir Zeit. Es liegt an mir. Ich will echt nichts sagen, Puppe, aber das ist... Verantwortlich. Bist du wirklich, ja? Wie viel Scheißkugeln? Liebe dich. Ja, genau. Ich habe auch die Angst, dass du mich liebst. Nimmst bitte jetzt die Motorsaug und schneidest das in mundgerechte Häppchen? Die dumme Sau steht ja wieder gleich auf. Okay, jetzt habe ich sie gekillt. Willkommen in der Familie, Junge. Servus, grüß dich. Freut mich, dass wir uns kennenlernen. Ich wollte schon immer so einen Schwiegervater. Wieso hast du gekillt? Das war mir schon bewusst, dass der noch nicht hier ist. Ich hab ihr einen Hock in die Wirbelsäule gerannt und ja, was sagst du? Hands up, then we gonna drop. Then we gonna drop.